Na hallihallo, da wäre ich mal wieder. Ich habe heute auch mal wieder die große Cam dabei. Ich möchte es einfach nochmal ausprobieren, auch mit dem Ton. Also wenn der Ton nachher, wenn ich hinter der Cam stehe und laber, ein bisschen schlechter ist, sorry. Ich habe die Cam zurückgesetzt, ich habe alles probiert und wenn es jetzt nicht klappt, dann schreibe ich wirklich mal Sony an und mal gucken, was dann rauskommt. So, was habe ich heute alles geplant? Außenrum unten die Wassersperre, was weiß ich, wie man das nennt, mit kleinen Spacks erstmal ansetzen, dass die wieder gerade oben bleibt und dann die Leisten außenrum fest. Das Weiße für die Fensterumrandung muss ich nochmal streichen, das habe ich gerade schon geschaut. Das gefällt mir noch ganz und gar nicht. Also da fahre ich nochmal drüber, sprich das dauert noch, bis ich das festschraube. Ja, ich schnappe mir jetzt erstmal die weiße Farbe und streiche das Ding. Zeige ich euch dann später und danach werde ich gleich draußen anfangen, die Umrandung mit den kleinen Schrauben einmal anzusetzen, anzupunkten, einfach dass es mal dran bleibt und nicht so runterhängt. Weil sonst habe ich ein Problem mit meiner langen Leiste. Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird heute das kürzeste Gartenvideo aller Zeiten, weil der Wind ist einfach furchtbar. So, jetzt gucken wir mal hier schnell. Oh, so. Also die Leiste habe ich jetzt noch mal komplett weiß durchgerollert. Muss ich gucken, ob das jetzt dann halbwegs deckt. Und hier hinten habe ich jetzt einmal das komplette Zeug mit dünnen, kleinen, kurzen Spacks oben überall festgetackert, dass es mal oben bleibt und jetzt kann ich da einfach mal die Leisten ansetzen. Ja. Naja, wenn ich mal das so anschaue, wie tief das da hinten ist, wie hoch das da vorne ist, kann sein, wenn die Leiste dran ist, dass ich das Zeug noch abschneide. Ja, aber das werden wir dann sehen. So Leute, die Leisten sind dran und oben rum das werde ich alles noch abschneiden, dass das sauber abschließt. Die habe ich übrigens mit der Wasserwaage ausgerichtet, die Leisten. Ja, und dann denke ich, dass das soweit in Ordnung ist. Och, nehme ich jetzt noch einen Pinsel und Farbe in die Hand oder nicht? Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Oh, ansonsten ist es wirklich ein kurzes Gartenvideo heute. Oh Mann. Ja, die Lust, die Lust, die Lust. Alles nicht so einfach. So. Ach ja. Hier drin haben wir auch ein bisschen zusammengeräumt, beziehungsweise Manu gestern. Jetzt kann man sich wenigstens wieder aufs Sofa setzen. Mhm. Oh Mann. Mich hat es jetzt selber zu sehr aufgeregt und dann habe ich das da hinten schnell weggeschnitten. Augenblick, ich tue es bloß schnell im Müllsack. Und was ich jetzt noch gerade gefunden habe, ist noch mal eine Schachtel mit 4,5 x 50. 180 plus 24 gratis. Also 204 Stück. Boah. Könnte ich die Wand weiter spaxen? Oder ich könnte so langsam anfangen, mir Gedanken zu machen, wächst für einen Tomatenteil. Wächst der Größe und da schon mal anfangen, mein Grundgestell zusammen zu spaxen, dass man mal die vier Pflöcke reinrahmen kann.
Da kämen wir ja auch ein bisschen weiter. Aber da brauche ich nämlich die Spacks auch. Jetzt bin ich schwer am Überlegen, was ich mache. Wir haben es jetzt so, ja, 3:15. Jetzt schauen wir mal. Irgendwas mache ich jetzt auf alle Fälle noch. Und nachher zeige ich euch dann auch noch die Leisten mit dem abgeschnittenen. Es sieht gleich draußen mal besser aus, definitiv. Ja, oh, draußen ist so windig, das ist so ekelhaft, Leute, wieder. Aber hilft nichts, ich will noch ein bisschen was machen heute. Schauen wir mal, was ich jetzt noch mache. Also in dem Bereich soll ja dann das Tomatenhäuschen, das Dach hinkommen. Und Länge 2,30 Meter. Dann kann ich im Prinzip jetzt 4 Latten mit 2,30 Meter zusägen. Ich brauche eine Stabilität in das Grundgestell, dass ich hinterher die 4 Pfosten an das Grundgestell hinmache. Also so wie da, dass ich die dann sauber ins Erdreich reinrammen kann. So ist es für mich jetzt persönlich gesehen denkungsweise mal das Einfachste. Ja, und dann messe ich noch raus und dann weiß ich, wie ich die Latten dazu sägen muss. Dann kann ich das Grundgestell zusammenschrauben und dann reinrammen. Naja, das werdet ihr ja alles noch sehen. So Leute, ein bisschen was habe ich noch geschafft. Meine 4 Latten mit 230. Die erste mit 78, da brauche ich auch 4 Stück, da steht der Rest. Habe ich keinen Bock mehr. Definitiv nicht. Aber was ich noch gemacht habe, ich habe die komplette Wand fertig verspackst. Die ist jetzt auch komplett fest wieder. Alles so, wie es gehört. Und das habe ich ja vorher schon gesagt, ich habe hier unten ja doch noch alles abgeschnitten. Gefällt mir soweit sehr gut. Ja, und nachdem jetzt die Spacks auch alle drin sind, kann ich demnächst weiter malern. Weil ich wollte ja auch, dass die Schraubenköpfe dann auch mit übermalt sind. Genau. Aber die Tage noch, die Nägel, was jetzt alle ein bisschen rausstehen, die muss ich auch erst noch festklopfen. Und das wollte ich natürlich heute am Sonntag nicht mehr machen. Und genau deswegen, weil heute Sonntag ist, habe ich auch mit dem Sägen keinen Bock mehr. Den Rest säge ich dann elektrisch. Nicht mehr mit der Hand. Das ist mir zu blöd jetzt. Tja. Dann war es das heute. Ein bisschen was geschafft. Ich bin soweit zufrieden. Das weiße Ding darf noch trocknen. Naja, dann schauen wir mal, ob es morgen weitergeht. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn Manu mitkommt, weil die kann man dann bei dem ganzen Gestell helfen, halten etc. pp. Und was noch furchtbar ist, da draußen der ganze Lattenvorrat ist mittlerweile aufgebraucht. Oh, scheiße, jetzt muss ich auch noch Latten kaufen. Mist. Naja, egal. Leute, ich sag mal, Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.